Ja, also ihr habt, wie schon gesagt, ihr habt irgendwie den Geist besiegt, ihr habt Kunibert ausgehalten, ihr habt die zwei Steine geholt, um die Ruine zu betreten. Jetzt sitzt ihr dort und habt verbrannte Füße, neues Schuhwerk, einen wieder eingerenkten Nerv, einen neuen Zweihänder. Ja. Eine Bettwanze. Ein Arm, ein Wunde. Ein schönen Arm vom Rüsseln muss man ja dann auch rein, ne? Mhm. Verdammt! Scheiße! Oh nein. Klatschen geht nicht mehr. Wir klatschen. Ein Zauberer. Was wollt ihr tun? Ja. Ihr seht sonst nichts von Belang in diesem Haus. Außer Geröll. Gut. Und beachtliche Latten. Geröll. Geröllig ist es hier. Geröllig. Sehr geröllig. Sehr geröllig. Das sind wollen wir uns annehmbare Räumlichkeiten, ja. Wollt ihr noch ein bisschen ausruhen? Ja, ich weiß nicht. Ja. Oder? Lagerfeuer aufschlagen wollten wir, glaube ich, ursprünglich. Aber ich ganz ehrlich, bei Feuer bin ich raus. Stimmt. Ich würde einfach ein Lagerfeuer zaubern. Da würde ich aber erstmal das Haus verlassen vorher. Okay. Ja, ich würde mitgehen. Okay, also du kündigst deinen Feuerzauber an? Ja. Warum? Ja, okay, egal, ja? Warum? Sie wollten jetzt ein... Nicht warum, sie wollten ein Lagerfeuer. Okay, du siehst die beachtlichen Latten dort rumliegen. Ich sehe die beachtlichen was rumliegen? Latten. Latten. Die Latten. Ja. Beachtliche Latten. Ja, aber mir wird ja mit Latten... Ich darf ja nicht mehr auf Latten meinen... Wo willst du den Feuerzauber denn hinrichten? Na, ich bin jetzt hier auf meine Hütte. Freunde, die wollten das Lagerfeuer. Und ich finde eine schöne Stelle in diesem Geröll, die ein bisschen weniger geröllig ist. Mhm. Und mach das so ein bisschen mit dem Fuß noch frei, so eine kleine Auskerbung, sag ich mal, so in den Boden. Mhm. Da denke ich mir so, ich stelle mir das Feuer vor, wie es aussieht. Alle Holzscheite, perfekt. Ich stelle mir gerade vor, wie wir ihm alle zugucken. Hier so eine Grube, so, ich glaube, ich mache ein Feuer. Und dann ist doch alles so schön, wenn ich mache. Ich zeichne das in meinen Gedanken. Ja, die Latten gehe ich nicht mehr. Ja, also ja, du erzählst es sehr überzeugend. Ja, ja. Und was passiert dann? Du schwingst deinen Zauberstab, ja? Nein, genau. Ja. Dann schwinge ich mir einen Zauberstab und dann kommt mir der Gedanke. Das ist. Ein Lagerfeuer ist ja viel zu kompliziert an sich. Das sind ja schon mehrere Elemente. Ich würde es einfacher machen. Ich würde einfach nur Holz hinzaubern. Schön aufgeschnuffelt. Und dann auf meiner Spitze meines Zauberstabes quasi wie ein Feuerzeug das angeht und dann reinhalten. Du hast ja so überzeugend erzählt, es funktioniert. Ja, wir haben Feuer! Ich habe Feuer gemacht. Ihr habt jetzt ein Lagerfeuer. Ah, nee. Was leider auch passiert. Völlig okay. Oh, oh. Ja. Was leider auch passiert. Was ist denn? Du bist ja sehr aufmerksam, ne? Ja, du bist ja. Sehr aufmerksamer Dieb. Warte. Du hörst die Goblins, die auf euch zurennen. Meister Yoda? Ich höre was. Oh, warte, ich kann einen Knopf drücken. Geil. Goblins, Yoda, Kanapé. Ja. Also ihr... Verdammt, ich höre sie nicht. Ich habe eine Badfan. Ihr hört die Goblins. Als erfahrene Abenteuer wisst ihr beiden, dass Goblins sehr hartnäckig und stark sind. Also wenn sie es auf euch abgesehen haben, dann gehen die erst wieder weg, wenn sie tot sind. Doch, keine Ahnung. Goblins sind auch ziemlich dumm. Also für ihre Intelligenz sind sie nicht bekannt. Du bist eine Heilerin und du erkennst sofort, du stehst ja auch draußen, ne? Mhm. Du erkennst sofort, dass sie Gift an ihren Pfeilen haben. Ei. Dass sie auch so... Also wenn ich das sehe, ja so sehe ich echt schwarz für dich. Steht ja so. Bist du schon vergiftet? Ja. Wir haben hier einen Goblin mit Pfeil und Bogen. Wir haben ja das Konzept vom Bogen entwickelt, wenn die dumm sind. Die haben sie gefunden. Ach so, das ja. Weiß ich. Ja, keiner. Haben sie gefunden. Aber mein Nerv. So. Und sie stürmen auf euch zu. Du bist in der Ruine, du kriegst nichts mit. Ja. Ich so. Feuer. Sitze. Feuer. Du freust dich über dein Feuer. Ihr zwei, du siehst die Goblins zuerst, ja. Ihr zwei seht sie noch nicht. Okay. Also ihr steht da quasi so. Okay. So. Okay. Und so ist ein guter Snarf steht hier und. Und da. Umdrehen da, sag ich. Also genau so. Okay. Wie reagiert ihr? Was? Ich kenne ihn ja schon lange. Ja. Deswegen weiß ich sofort, oh, das sind zwei Goblins, einer von den Latten. Ja, sehr gut so. Ja, da war so. Zwei Goblins, vergiftete Pfeile. Das ist so wie Lassie. Lassie kommt an. Wo war die Mama? Karl ist in den Brunnen gefallen, Lassie. Was?
ich kenne ihn schon lange. Ja. So, ah, zwei Gewürfel. Sehr gut, okay. Ja. Aha, ja. Das ist leider so lustig, ich lasse es durchgehen. Ja, 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 bitte. Bitte. Unser ja. Spiel, unser Spiel. Okay. Okay. Okay, du drehst dich oben, ja? Genau, ich würde mich... Ich weiß nicht, ob das jetzt physikalisch möglich ist. Der Goblin mit dem Bogen, der steht ja hier, ne? Ja, der zielt auch auf unsere liebe Lysadria. Genau, aufgrund der Größe der Figuren wäre es möglich. Nur jetzt nur mal, ne, lass uns mal so. Ja. Aus instinktiv würde ich Anlauf nehmen, hier über diesen Stein springen und dann mit gezückten Zweihänder diesen Goblin in zwei Spalten schneiden. Geil. Will ich sehen. Wir haben jahrelang, würde ich durchgehen lassen. Auf Geschicklichkeit, okay, ja. Da habe ich 10. Stolpern. Da habe ich 10. Aber er hat super Sneakern. Er hat super neue Sneaker. Das ist super Sneaker. Aber du stolperst ja nicht. Das sind sogar eigentlich 1W6. Das sind Kangaroo Super Shoes. Nein, nein. Ja. Du stolperst ja, weil du. Keine 1W6 Sneaker, aber guter Versuch. Schade. Aber er stolpert reich. Lern das langsam. Auf seine Super Sneaker. Okay. 12. Was heißt das? Nee, du hast 10. Ich habe 10 Geschicklichkeit. Hat nicht geklappt. Aber das heißt, du läufst hier, ich illustriere das. Oh, ja, ja. Du bist so. Er ist jetzt natürlich. Oha, zwei Goblins, das weiß ich sofort. Dun, 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 dun. Ja, gut, das ist doch ungefähr. Das wollte ich so. Ich weiß ganz genau, was du geplant hast. Es wäre awesome gewesen. Ja! Nice! In der Theorie, geil! Kein Loser! Aber der Vorteil ist. Beste Ben und wenn du das möchtest, hat dir die Aktion genügend Zeit verschafft, dass du dich umdrehst. Ja, ja. Nein, ich will nicht. Nein, ich möchte das nicht sehen. Ich vertraue immer noch keinen. Ich will das nicht angucken. Leute, das sind Fremde. Ich würde mich jetzt aber wirklich hier hinstellen und sagen, boah, Trottel. Das ist einfach nur so, Trottel. Okay, also die... Wie im Leben. Ja. Es bricht ein Streit vom Zaun. Bin ich komplett so. Entschuldigung. Oh. Glück gehabt. Okay. Was ist jetzt? Ich will die Zahl nicht sehen. Nein. Ich habe gewürfelt, ob der Goblin geschickt genug ist er nicht. Ah, okay. Der hat ja den Bogen mit den Giftpfeilen, ne? Genau. Ich mache und stell mich den davor. Nein. Ich würde versuchen, mit der Zwille, so heißt das Ding gerne, ihn den Bogen aus der Hand zu schießen. Nice. Okay, also das ist Geschicklichkeit, das ist schon ein bisschen schwer, dann mach mal hier zwei nochmal runter. So. Ja. Okay, also 14 habe ich, dann 12, ne? Oder wie jetzt? Ich habe das immer noch nicht gecheckt. Hm? Ja. Nein. 14 hast du? Ja, genau. Also ich habe 14 plus einmal Wesen. Dann unter 12. Unter 12. Also auch wieder mit den großen Würfeln. Ja. Ich habe 5. Oh, war das knapp. Du hast 5. Fast auf 15, ey. Du hast 5? Ja. Ich habe 5, ja. Okay. Also ziemlich, ziemlich gut. Du zielst und du triffst genau seine Hand. Er schreit einmal auf, so. Wartet, ich illustriere das für den. Und er lässt den Bogen fallen. Der schlittert auch so ein Stück weg. Schlittert er vielleicht in meine Richtung? Nein. Ich frag bloß. Schlittert so ein Stück weg. Ich hab meinen Bogen gefunden. Der Goblin steht noch. Aber er ist super irritiert. Er guckt euch jetzt richtig, richtig, richtig fies an. Und er guckt euch so an. Er guckt seinen Bogen an. Oh. Guckt euch wieder an und ist erstmal für einen kurzen Moment zu verwirrt von der Welt. Okay. Roll dich. Warum hast du nicht auf seinen Kopf gezielt? Ich glaube nicht, dass das tödlich ist, tatsächlich. So? Deswegen habe ich auch die ganze Zeit. Ich glaube nicht, dass das tödlich ist. Goblins vertragen nichts. Das ist schon. Okay. Was machst du eigentlich? Feuer! Oh, jetzt ist hinten wieder kalt. Jetzt ist hinten wieder kalt. Oh, jetzt ist vorne wieder kalt. In der Ruine. Ja. Du hörst draußen Kampfgeräusche. Das höre ich, ja. Also jetzt, du hast den Goblin schreien gehört. Was war denn das? Ihr hört ihn auch draußen. Hallo! Ich antworte mit. Verstehe kein Wort. Okay. Wir sind alle tot. Ich hab Feuer. Okay. Du hast ein schönes Lagerfeuer. Was hat der andere Goblin, der nicht den Bogen hat, was hat der als Waffen? Speer, ne? Ein Speer. Ein Speer. Also, da mein Mut jetzt wirklich nicht hoch ist, ich habe einen Mut von 4, ich würde ganz, ganz vorsichtig probieren in diesem Gemäuergebälk, was wir da haben. Ja, du hier hinten, ist auch so ein Fenster, da kommt theoretisch gut. Ein Fenster wäre mir schon zu groß, gibt es irgendwo so einen rausgefallenen Ziegelstein, wo ich... Ja. Du guckst raus und du siehst unserem lieben Pronko... den Brachialen auf dem Boden liegen, wenig war ein heldenhaft. Arbeitsunfall. Ja, wenig heldenhaft. Ja, ja.
Du siehst Nissa Trier, die sehr erfolgreich aussieht. Also sie sieht sehr, sehr stolz aus. Business hat die Zwille so in der Hand. Wahnsinn, genießen den Moment. Sehr, sehr, sehr glücklich. Ja. Und du siehst Snarf, der wild gestikuliert. Ja. Richtig? Ja. Und du siehst einen Goblin ohne Bogen, Pfeil und Bogen. Der wollte springen. Einen sehr, sehr verwirrt aussehenden Goblin. Und du siehst den Goblin mit dem Speer, der so langsam auf den am Boden liegenden Bronco zu stapft. Also da ich ja weiß oder davon ausgehe oder vielleicht auch daneben liege, die drei Sachen weiß ich, dass Goblins von Natur aus Angst vor Feuer haben. Vielleicht unter Umständen. Nein. Ja, eben, deswegen nehme ich mir einen Holzscheit und ich werfe ihn aber so, also auf gut Glück, über die Mauer und mal gucken. Das, der Holzscheit landet sogar tatsächlich recht in der Nähe. Du hast Glück, dass er Bronco nicht trifft. Trifft er die Füße? Meine Sneaker! Nein! Und der Goblin, der auf ihn zuläuft, macht einfach nur und läuft ein Stückchen weiter und hebt so den Speer. Was macht denn unsere Heilerin, die direkt daneben steht und sieht, dass ihr Mann mit einem Speer bedroht wird? Ich würde... Ich hab Holz geworfen. Ich würde Willibert noch mal zurufen. Ja. Weißt du was, ich würde Smarf zurufen, ob er nicht vielleicht irgendetwas geklaut hat, was man vielleicht so werfen kann, dass der Bogen noch weiter vom Goblin weggeschmissen wird, dass er da erstmal nicht drankommt. Oder vielleicht irgendwas auf der... Also es liegt genug Geröll rum. Ne? Also kannst du schon Geröll klauen? Ich hätte vielleicht noch eine Idee. Ich habe noch Geißzähne für deine Zwille. Spitze, sehr spitze Geißzähne für die Zwille. Ja, aber du liegst doch da, wie willst du mir die? Kann ich dir zuwerfen, ist ja. Ja, das ist tatsächlich. Ja? Also mittlerweile bist du auch so halb aufgerichtet. Sehr gut. So ist genug Zeit vergangen. Der Goblin war ja kurz abgelenkt von dem Feuer, nur einen Moment, aber es hat dir gereicht, als schnell wieder aufstehender Mensch, der ja oft hinfällt, dass du wieder stehst. Sehr gut. Ich falle ja immer auf die Füße, wie ihr wisst. Genau, du fällst ja immer auf die Füße, also du stehst wieder. Prima. Ja. Für den Kampf ist nur Stärke wichtig. Nein, komm, bei dir ist es Mut plus 1W6. Ach so, wenn ich dachte den die ganze Zeit Stärke, deswegen Deswegen hast du dir vorhin Mut plus 1W6 hoffentlich aufgeschrieben. Ja, hab ich. Ja, aber genau. ich dachte immer, Stärke wäre quasi nur für den Kampf. Nein, weil wenn du mit diesem Fleischhammer kämpfst, ist schon sehr mutig. Sehr gut. Wenn du die Pfanne nimmst, ist es Stärke plus 1. Bitte? Wenn du die Pfanne nimmst, ist es Stärke plus 1W6. Wenn du den Hammer nimmst, ist es Mut plus 1W6. Ich nehme lieber Mut, weil da bin ich stärker. Okay. Als Stärke, weil Stärke ist, genau. Also ich habe zwar eine Bettpfanne, aber... Ich habe eine Multifunktionspfanne. kann alles. Ja, Grillen. Ja, natürlich. Pancakes. Kohle runter, das geht alles. Ja. Kann auch. Ja. So. Okay, was machst du? Bitte? Ja, ich würde mal probieren anzugreifen. Okay, das heißt, du nimmst... Ich habe Mut 14 plus W6. Ja, du nimmst deinen Fleischhammer quasi. Ja. Ja, ich möchte, dass du den Fleischhammer nimmst. Ich nehme den Fleischhammer. Ich möchte, dass du den Chat erheiterst und den Fleischhammer nimmst. Ich nehme den Fleischhammer. Okay, du hast okay. Bei der Macht von Fleischhammer. Okay. Banda. Du rennst quasi, auf welchen Goblin rennst du zu? Auf den mit dem Speer natürlich. Okay, auf ihn hier? Ja. Okay. Mutig. Das ist unfassbar mutig. Dann darfst du jetzt einen W6 würfeln. Thunder Cats. Du hast 14 bei Mut, oder? Ich nehme die mal her. Bock mir den mal. Ich hab 14. Achso, hier ist noch dein Würfel. Ja, okay, danke. Okay. 14, ja. Bitte? 14. 14. Ja. Ups, eine 6. Ja. Das heißt, du triffst mit diesem Fleischhammer den Goblin so richtig schön ins Gesicht, um nicht zu sagen in die Fresse. Und dein Zahnherz geht auf. Es fliegen so ein paar Zähne. Gefolgt von. Ich guck so hinterher und sag so: Bronco! Bronco! So wie Konfetti so. Der Goblin, also du hast mich mit der 6, ich meine, das ist das Beste, was man würfeln kann. Deswegen ist der jetzt echt erstmal so: für jetzt einen Moment ist der komplett desorientiert, möchte man sagen. Und der guckt so. Und fast wie so eine Backe. Das haben wir erlebt. Das ist alles, was passiert. Ach so. Er sagt. Hat der Hitpoint verloren? Ja, ich bin auch immer noch drin. Ach so, wir wissen aber nicht, wie viel. Ist alles klar.
Bin okay. ich inzwischen wieder eingeräumt. Aber ihr wisst, jetzt ihr wisst, dass vorhin der Geist, den habt ihr, da hat sie 19 Schaden gemacht, du 20. Mhm. Könnt ihr euch jetzt vorstellen, was der Goblin vielleicht hat? Mehr? Ich hätte gedacht, das sind weniger. Aber der Geist war schon tot. Irgendwann stirbt er. Einfach haben wir den Geist gefunden. Ja, du hast ja auch eine neue Waffe in der Hand. Genau, bin ich inzwischen wieder einsatzbereit? Du bist wieder einsatzbereit. Also durch den hammermäßigen Hammerschlag hat der Goblin nicht nur Zähne verloren. Es gibt genug Zeit, dass ihr euch quasi wirklich mal Gedanken machen könnt. Euer nächster Zug kann auch ein bisschen komplexer sein. Ich würde tatsächlich... Wir beginnen auf der rechten Seite. Okay. Ich habe noch ganz kurz eine Frage. Sind nur die Pfeile vergiftet von dem Goblin oder ist der Speer ist nicht vergiftet? Ne? Also das weiß nur die Heilerin. Und die Heilerin weiß, dass nur die Pfeile vergiftet sind. Okay, sehr gut. Okay. Ich würde jetzt mir die Zähne an die Zwille so halten und würde... Die Geisterzähne, genau. Der Spitzenseite nach vorne und würde aber so zielen, dass ich das Auge vom Goblin treffe, von dem mit dem Bogen, weil ich will immer noch an diesem Bogen auch kommen. Mhm. Sehr schwierig. Sodass er vielleicht schon auf ein Auge halt nichts mehr sieht. Sehr clever. Sehr clever. Dann würfel auf Geschichte, also W6. Warte, ohne Würfel. Nein, die W6. Okay. Du greifst ja quasi an. Okay. Ich jetzt den Schaden aus. Übrigens auch aus der Ruine mit dem Lagerfeuer. Das ist eine 3. Sehr clever, ja. Okay, und du hast jetzt bei Geschicklichkeit 14, ne? Genau, 14. Genau, also du triffst den Goblin leider nicht wie geplant, aber ihm bleibt so der Zahn so im eh schon zerschlagenen Gesicht stecken. Au. Sieht nicht so nett aus, aber er steht immer noch. Okay. So, und er ist ja gerade eine Runde außer Gefecht gesetzt. Wer hat es dran? Der Goblin, der aus dem Bogen verloren hat, der hatte doch einen Pfeil gespannt. Ja, der ist also, auch geschlittert. Genau, der Pfeil ist auch geschlittert. Sehe ich den? Kann ich den aus meiner Nische? Oh, ich weiß. Du stehst ja noch ganz da hinten. Ja. Also, das wäre jetzt genug Zeit, dass du nach vorne läufst, aber an dem Pfeil kommst du nicht ran. Nee, aber hier alle Levitationszauber. So. Ja, ich wusste. Oh. Genau, das wussten wir alles und er sagt, ich desorientiere den Pfeil. Das wäre das andere. Wenn er den gerade abfeuert und der Pfeil so. Der bam. Genau. Boah, das wäre aber auch nice. Der Pfeil so. Ja, aber ich würde Levitationen machen auf den Pfeil und probieren. Ich weiß ja noch nicht, wie mächtig die Levitation ist, aber mit aller Kraft den Pfeil in den Hinterkopf des Goblins. Würfel mal auf Geschicklichkeit? Ja. Mhm. Mal an den Chat. Was hast du bei Geschicklichkeit? Wissen wir nicht. Wie? Achso, Geschicklichkeit habe ich 12. Okay, dann die 12 unterwürfeln. Ihr kommt schon, Baby. 17 ist eine Arschlochzahl. Ja, also 17 ist wirklich sehr schlecht. Ja, Was jetzt passiert ist leider folgendes. Ja. Der Pfeil hebt sich. Nein. Der Balken ist da hinten irgendwo. Der Balken hebt sich stattdessen. Ja. Schön. Ja, red weiter. Ich bin so in Versuchung. Nein. Ich auch. Nein. Ich auch. Ich hab richtig doll daneben. Ich spiel gleich real weiter. Richtig doll daneben gewürfelt. Los, auf, der ist schon vergiftet. Also der Pfeil hebt sich, macht mal so blub, und fällt wieder runter. Okay. Boah, weil Zauber. Er ist ein Zauber. Ich bin dran wieder. Ja, wir machen quasi gegen den Uhrzeigersinn, weil im Uhrzeigersinn kann jeder. Okay, der Goblin, den ich einen reingehauen habe, der steht immer noch, denn... Genau, der ist jetzt gerade eine Runde außer Gefecht. Ja. Der ist eine Runde außer Gefecht. Okay, ich stehe ja direkt vor ihm. Soll ich nochmal drauf? Soll ich nochmal probieren? Ja, ich hau nochmal drauf. Dann nehmen wir den W6. Mit der Rückhand. Also du machst also quasi Bäm und dann ups, wow. Das war eine 2. Ja, ich ganz beweisen. War das 14, ne? Ja. Mhm. Tja. Okay, das heißt, du triffst ihn so. Der Rückhand bin ich nicht so gut. So, nee. So. Du triffst ihn so ein bisschen auf der anderen Seite jetzt, rückst quasi sein Gesicht wieder gerade. Und er wirkt aber wenig beeindruckt davon. Also nicht wirklich. Nee. Er ist nicht sehr beeindruckt. Ja, so. Okay. Sag so. Aber sein Gesicht ist wieder gerade. Bronco, der Brachiale. Ja, ich würde meinen Move von vorhin, den Verunglückten, würde ich fortsetzen wollen. Du gehst nochmal zurück. Was? Ich komm nochmal von hinten. Nochmal. Bleib hier stehen, warte. Okay. Jetzt vielleicht ohne Sprung. Ja, kluge Entscheidung. Damit ich nicht auf Geschicklichkeit gehen muss, würde ich jetzt quasi zu ihm hin, zu dem Bogenschützen. Okay, ja. Weil die Zeit hatte ich jetzt ja wirklich genug. Ja, die hattest du wirklich. Genau. Er kommt so langsam wieder zu sich. Also in der nächsten Runde sind beide wieder da. Genau, bevor das passiert, würde ich jetzt quasi mit dem Zweihänder versuchen, in ihn reinzuschlagen. Mit dem Zweihänder? Ja, klar. Dann nimm 2 W6.
Ja, und hau rein. Halt so, natürlich. Zwei, so, oh, zwei wie sechs. Wir mal gucken, was jetzt kommt. Scheiße. Wenn du jetzt zwei Einser würfelst, ne? Oh, ja, passiert mir immer. Aber sag's bitte nicht. Kniffel. Eine drei? Ja. Ja. Und eine zwei. Das ist scheiße. Okay, also du hast auf Stärke? Stärke hatte ich 14, sind dann 19. Also immerhin. Das ist ja. Du triffst ihn quasi mit dem Zweihänder so. Und er kriegt hier so eine richtig schöne Schnittwunde an der Seite. Er klappt so ein bisschen zusammen. Ja. Und er guckt sehr angepisst. Also. Jetzt alle sehr angepisst. So gucken, als du einmal diesen Hochzeitstag vergessen hast, das war nichts dagegen. Hm. Welchen Hochzeitstag? Was ist heiraten? Was ist? Was ist? Wer hat hier geheiratet? Ja, also er guckt sehr angepisst, er hat aber auch keine Waffe mehr. Dank des großartigen Schusses. Das heißt, er kann, er stolpert jetzt zu seinem Pfeil und Bogen, weil der ist ja nicht weg. Und er stolpert leider. Und stirbt dabei, schade. Also er stolpert, er liegt jetzt da. Ja. Reißt dir die Wunde. Der andere zielt mit dem Speer mittlerweile ja auf Snarf, weil du hast ihm zuletzt eine reingezimmert. Er ist richtig sauer, ne? Er ist richtig sauer. Er war richtig. Er nimmt jetzt diesen Speer. Vorher war er so doch. Jetzt ist er zahnlos. Schlechte. Und? Marv bekommt leider 7 Schaden. Ack. Oh mein Gott. Ah, mein Nerv. Oh, das ist aber. Dass jemand heilen könnte. Wie viele Lebenspunkte hat er jetzt? Ja. 30 und jetzt habe ich minus 7, 23. Richtig? Ja? Ja, dann braucht noch keine Heilung. Nö. Das kommt wieder. Genau. Ja, dann ist jetzt unsere Heilerin an der Reihe. Lysadria. Oh, ja, scheiße. Das ist echt kacke, dass da keine Säule hintersteht oder irgendwie. Oder davor steht. Nee. Ich würde vorschlagen, ich heile erstmal mit. Aber du hast noch die Geisterzähne. Ja, aber es ist halt so low, wenn man die wieder benutzt, oder? Nee, ab ins Auge. Ach komm, ich versuche noch. Ja, wollte gerade sagen, ich versuche nochmal ins Auge. Bam. Okay. Und der liegt da jetzt, der ist wehrlos. Genau, der kann sich tatsächlich nicht mehr. Okay. Alle gegeben. Du kannst jetzt einmal quasi den W6 würfeln, um zu schauen, wie viel Schaden das macht. Ich nehme alles. Das heißt, ich kann mich einmal da so drüber stellen. Okay. 5. Oh, oh, oh. 5. Und Geschicklichkeit hattest du? 14. Boah. Also, naja, tatsächlich macht es 21 Schaden, weil er ist komplett wehrlos, also er liegt da. Mhm. Und ein 5 ist schon ziemlich stark, also es trifft ihn so richtig ins Auge, er ist auf einem Auge blind. Die werden immer hässlicher. Ja, nice. Also, sie waren schon vorher hässlich. Unsere Heilerin macht den meisten Damage. Ja. Das ist ein Todesengel. Sie geht sehr klug vor, möchte man sagen. Todesengel. Ja, genau. Willibert. Ja. Du hängst immer noch da hinten rum. Ja, der lugt immer noch um die Ecke. Der immer noch. Hallo! Der kommentiert immer alles so. Hätte ich denn von da genug Zeit, Holz hinzurennen, um zumindest was Kleines zu machen? Also, du kannst quasi hinrennen. Du kannst nichts machen, aber du kannst hinrennen. Ah, okay. Aber du möchtest nicht rennen, ne? Kann ich langsam hinschlendern? Du kannst, ja, wenn du langsam hinschlenderst, dann kommst du quasi bis zu dem Felsen und kannst dich dahinter verstecken. Können wir uns absprechen? Also kann ich jetzt zum Beispiel... Ja. Guck mal, wenn du jetzt zum Stein laufen würdest und würdest Levitatis auf den machen zum Beispiel, dann könnte man den alle... Ja, kann ich. Dann würde er ja die ganze Zeit nur schweben und dann... Ja, genau, aber kann ich kann ja nicht... Also wie möchtest du es ihm denn zurufen? Und die Frage ist, versteht er das dann? Also ich vertraue gerade meinem eigenen Levitationszauber nicht, weil der Pfeil war für eine halbe Sekunde. Na gut, das war... Da würde ich jetzt nicht sagen, dass ich einen ganzen Goblin mal eben gehoben habe. Das war nicht sehr eindrucksvoll, der Pfeil. Das war wirklich sehr lächerlich. Ja, also ich habe ansonsten nur desorientiert, Feuerball, Schutzschild und Levitation. Also komplette Langeweile. Ich mache erstmal ein Schutzschild auf mich. Ja. Weißt du so? Lass du dich machen. Hinten in der Ecke. Ganz hinten in der Ecke. Ich bin ja nicht der Mutigste. Und warm. Ich würde... Feuerchen hat er auch. Vorsichtig... näher kommen, aber dann so. Du legst dich quasi so richtig. Ich bin immer noch. Okay, sauber, ja. Ne? Aber dass ich schon nah genug dran bin, falls der Mut mich überkommt, dass ich dann doch was mache. Ja, genau. Ich sehe schon, du hast deinen Rüssel verloren und also, damit als Rüssel hatte, war noch ohne mein, ja, mein Rüssel. Ohne deinen Rüssel. Muss ich sagen, irgendwas hat das verändert. Der Chat schlägt Armageddon vor. Ja. Einfach Armageddon casten, dann sind die Goblins geheilt. Im ja, besten stimmt. Falle. Excuse me? Oder ich zaubere Goblin König herbei. Scheiße. Scheiße. Ich hab gern geholfen. Ja. Schutzschild. Das kann ich. Das geht. Okay.
Ja. Ich bin wieder dran. Du bist wieder dran. Ich hau drauf. Ich stehe ja immer noch vor dem, oder? Ja, du stehst immer noch vor dem. Ich hau drauf. Er hat dich ja gerade verletzt. Er hat dich ja gerade verletzt. Ja. Ja. Kriegt er voll wieder. Die ist auch richtig so. In die Fresse. Dann nimm deinen W6. W6. 5. Und du hattest auf Mut 14. 14. Oh. Nein. Okay. Das hat ihm, also du zertrümmerst ihm richtig den Schädel, der ja eh schon angeschlagen war. Er ist wieder hässlich. Ne? Also er hatte hier, wir müssen uns das vorstellen, der arme Goblin hatte hier den Geisterzahn drin stecken. Mhm. Eine richtig zerschlagene Fresse von diesem Fleischhammer schon. Und du haust so richtig drauf und sein Kopf macht so. Und er fällt einfach um. Ja. Oh, mit dem Soundeffekt jetzt gerade, das war ja krass. Ja. Ja, er fällt einfach. Ist einfach tot. Ich mach hinter dem Stein. Man kann nichts anderes sagen. Du siehst das tatsächlich auch, dass der. Du stehst ja vor dem anderen, oder? Mhm. Ja, du bist dran. Ja, ich. Du haust mit den Zweihänder drauf. Der liegt immer noch? Der liegt immer noch? Ja, dann walz ich da mal rein. Dann walz mal drüber. Na, jetzt fahren wir W6, mal gucken, was passiert. Einmal eine 3, naja, gut. Ja, naja. Und nochmal eine 3. Haben wir eine 6, das sind 20er Stärke. Würde ich da mal reindampfen. Wer weiß. Das muss ich rechnen. Aber es muss Bonus geben, weil er liegt, oder? Just saying. Muss. Nee, der muss. Liegt der Bogenschütze? Stimmt, der liegt. Ja, der, ne? liegt, der hat auch nur noch ein Auge, der liegt. Ja. Okay, dann. Hat da Fuß draufgestellt, einmal nochmal. Ja, du schlägst ihm quasi, tatsächlich, weil er liegt und wehrlos ist, er hat ja auch keinen Bogen mehr, du schlägst ihm einfach eiskalt den Kopf ab. Jetzt ist die Frage, können wir die filetieren und Fang kriegt die Knochen und macht Beauty-Produkte raus? Das könnt ihr sehr gerne tun. Das würde ich vorschlagen. Und aber ich möchte bitte, dass du es jetzt für den Chat in allen Einzelheiten beschreibst. Okay. Also, ich würde ihm zuerst mit einem Geisterzahn würde ich die Haut langsam auftrennen. Mit einem Geisterzahn. Der hat sie scharf. Aktuell. Musst du dir jetzt einen? Ja, ich würde mal. Würde ich noch eins zurück? Nee. So, würde ich ganz kurz die Haut so aufschneiden und würde die quasi dann so umklappen, nach und nach, wie so einen alten Teppich, den man. Ich habe plötzlich gar keinen Hunger mehr, ja? So. Und dann liegt ja quasi, dann ist ja alles offen. Ist der Stream ab 18? Nee. Ist ja schon ein bisschen später. Dann würde ich mit dem Zweihänder so ein bisschen in die Brust rein und würde das schon mal so aufhebeln, dass die Brust aufbricht. So ein Spreizer quasi. Genau. Du kannst ja auch so und dann einfach das Schwert drehen. Dann, du gehst ja mit der Seite rein, dann wird es so. Also. Der Zauberer assistiert mir übrigens. Ja. Ach, dafür kommst du aus der Deckung. Kannst du in seinem Körper ein Schutzschild zaubern, der sich ausdehnt? Wird schwierig. Voll schachtlig so. Ich hätte mehr Angst, dass die Klinge dann abprallt. Also mein Rat wäre, das könnte ich machen. Ja gut, wir machen es lieber Hände. Aber dann springt die Klinge zurück und verletzt. Ja. Man kennt es. Ja. Gut, dann würde ich einfach das Fleisch langsam runterschneiden. Ne? Erst natürlich die groben Stücke für später. Sind Goblins eigentlich genießbar? Kann man die essen? Also also für mich. Wir hatten das Projekt Lagerfeuer noch. Ihr habt es noch nicht probiert. Ich könnte mich als Vortester anbieten. Ja gut, aber du verträgst alles. Ja, aber das wisst ihr ja nicht, oder? Ja gut, das stimmt. wir wollten noch ein Lagerfeuer machen. Wir können. Ich hab ein Lagerfeuer. ich war nicht ganz untätig. Die Fee hat mein Holzscheit geholfen. Gott sei Dank. Er ist Ablenkung erfolgreich. Uh-huh. Und drüben in der Hütte habe ich ein knisterndes, brutzelndes, schönes Lagerfeuer. Finde ich eine großartige Idee. Ich würde sagen, wir behalten uns diese Idee jetzt bei, gehen kurz in die Pause. Goblin-Futter. Oh, wieder Pause. Holen uns selbst ein Stück Goblin-Fleisch. Oh, lecker. Mhm. Ich empfehle das auch für zu Hause, sich jetzt mal so einen Snack zu holen. Nach den tollen, detailreichen Schilderungen habe ich richtig Kohldampf. Er ist ein Künstler. Hätte ich jetzt war noch gar nicht bei den Eingeweiden. Ja, und dann würde ich sagen, wir fahren nach der Pause mit dem Braten fort. Dann braten. Nach der Pause ein bisschen Bratmaxe. Ich durchsuche den Typen dann noch. Bevor du natürlich, daran deine Kunst. Die Klamotten sind alle für dich, die kannst du durchsuchen. Ja? Okay, klar, ich durchsuche einfach dann. Aber natürlich. Okay. Wir nehmen alles mit. Und aus der Haut können wir vielleicht noch was Schönes basteln, so Lederklamotten oder. Ich könnte vielleicht, ja. Vielleicht für meine Kastanienmännchen. Aus den feinen Knochen so. Vielleicht kommen die echt noch zum Einsatz. Ja, dann sehen wir uns gleich in der Pause wieder und. Gibt es einen Countdown? Ich weiß, ich bin Pause nicht gewohnt. Doch, da gibt es einen Countdown. 15 Minuten. Die Zähne nehme ich alle mit, habe ich gerade noch gelesen. Die Zähne nehme ich natürlich alles mit. Ja. Geisterzähne sind ja auch noch übrig. Pixel Gaming. Tschüss! Ist schon Pause.